Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Pirate Warriors 3. Wir haben noch einen Charakter gar nicht gespielt, der in der Story spielbar ist. Und das ist in diesem Level. Es geht auch in diesem Level, aber das haben wir schon durch. Und in diesem Level geht's auch. Und hier fehlt uns ja nur noch das hier. Und damit ich dieses Schatzereignis dieses Mal jedenfalls kriege, wollte gerade sagen, stelle ich es aber nicht auf einfach. Ich lasse es auf normal, das sollte reichen. Also ihr wisst ja vielleicht, wie es letztes Mal war. Ich glaube, es war schwer und Ruffy wollte instant fliehen. Okay, ich habe jetzt schon gezeigt, was es ist. Ja, es ist Marco, der Phönix. Und der Teufelskraft Phönix ist nicht einer meiner Lieblingscharaktere. Ey! Da habe ich nicht hingeklickt. Da hat es einfach mal kurz das Spiel gestartet, obwohl ich das gar nicht wollte, weil wahrscheinlich wieder irgendwie hoch runter spinnen. Aber egal, hier ist Marco, der Phönix. Er schreit ein bisschen rum, wenn er gewählt wird. Er freut sich. Ja, alle schreien ein bisschen rum. Aber ich kann das ja zum Glück jetzt auch noch machen. Also, Berry-Wachstum. Okay, immerhin mal Level 37. Das ist schon mal was. Münzen. Oh je. Markus' zweite Fähigkeit sind Marineadmiral-Münzen. Davon haben wir mehr als genug. Und Marco müssen wir natürlich auch gleich ausprobieren. Aber wir müssen vor allem erstmal rushen, damit wir Corby und Garp killen. Das heißt, Marco wird nur praktisch das halbe Level dabei sein, aber es ist ja ein sehr langes Level, also sollte das eigentlich nicht stören. Ja. Wir ballern jetzt hier einfach ein paar Münzen rein. Keine Ahnung, welche ich gerade so verbraten kann, aber ich baller einfach mal drauf los. Ich hoffe, ich habe Fischmenschen. Das weiß ich gerade gar nicht. Marine, ha, ja klar, wir haben wieder voll viele Tashigis, aber wir sollten wieder Pazifister sein. Ah, gar nicht so viele, okay. Dann nehmen wir doch einfach Tashigis voll. Also Marco sammelt hier auf jeden Fall schon mal Gesundheit. Soweit ich weiß, es überlappt sich schon ab und zu. Gerade mit den allgemeinen Sachen, wie hier die 15 Fischmenschen, da kann sich schon überlappen. Auweia. 5, 8, 11, 12. Fuck. Marco kriegt keinen Angriff und ist nicht gerade in allzu hohes Level. Das heißt, sein Balken ist recht gering. Das ist ein bisschen blöd. Oh, habe ich überhaupt Marco-Münzen, weil sonst habe ich ein Problem. Ah ja, ich habe 31. Okay. Das ist wieder nichts. Aber das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Nur Verteidigung. 4, 8. 9. Okay, auch nix. Dann eben noch ein paar Fähigkeiten, wie es scheint. Immerhin etwas. Gut, davon haben wir natürlich auch relativ viele zum Glück. Naja, davon haben wir verdammt viele. Holy shit. Ja, stimmt. Ich glaube auch immer, wenn man Kizuna-Wasch mit denen macht, kriegt man auch Münzen. So, hier haben wir auch genug. Sehr schön. Ja, Fähigkeiten kriegen wir, toll. Ich hätte lieber Angriff. Oh mein Gott, okay. Können wir auch noch voll machen. Und Shanks haben wir mal wieder nicht genug. Ich weiß auch nicht, warum wir 4 haben. Vorhin hatten wir erst 2 und ich habe keine Ahnung, wo wir die herbekommen haben. So, für die automatisch. Spezialangriffe wird erhöht. Und Kizuna-Angriffe. Okay. Ansonsten können wir leider nichts machen. Wir haben jetzt nicht gerade viel Angriff. Ich hoffe, es reicht, um zumindest das Schatzereignis zu schaffen, weil... Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich vielleicht wirklich auf leicht gestellt. Na gut, jetzt wird die Musik auch noch traurig. Jetzt ist die Musik auch noch traurig. Wir müssen jetzt erstmal durch die halbe Map segeln, damit wir... Corby so schnell wie möglich besiegen. Danach können wir von mir aus alles aufräumen, was existiert. Das war eine interessante Wegfindung. Okay, ich dachte, vielleicht macht er da einen Sprint, weil er fliegen kann oder so. Vielleicht fliegt er dann rüber zu Corby. Egal, das wird schon passen irgendwie. Das wird schon irgendwie hinhauen, hoffe ich. Wenn nicht, dann muss ich es ja mittendrin irgendwie abbrechen, weil ich habe keine Lust, das Level dann nochmal zu spielen, wenn ich es nicht schaffe. Ah! Oh, ich treffe Corby. Aber viel Damage macht es nicht gerade. Allerdings habe ich... 88 Kills. Ah! Corby verprügelt mich. Was soll das denn? Mit Marco der Phönix! Ja,
Ja, ja, okay, es ist schon sick, aber... Jetzt bin ich weggeflogen. Corbys Aura hat Verbündete geschwächt. Corby ist down, so gut wie. Also, whatever. Ah, er hat mich geblockt. Fuck. Geh weg, Corby. Crocodile kämpft gegen den Flamingo. Das kann er machen. Ich muss zu Corby. Ich singe hier durch die halbe Map. Ich sehe nichts mehr. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich mache einfach. Aber ich treffe Corby so gut wie gar nicht. Ah, Crocodile. Ist der jetzt mal besiegt? Der war halt im Heldenmodus, deswegen. Und ich habe den ewig nicht weggekriegt. So, sollte das Tor gleich mal aufgehen. Ich segel hier noch ein bisschen in der Gegend rum. Aber jetzt macht das Tor auf. Danke. Okay, irgendwelche Dudes sind abgehauen. Crocodile ist mir scheißegal. Wenn der denkt, dass er gegen Falkenauge auskommt und dann nach einer Sekunde auf Fluchtversuch geht, dann ist mir auch egal. So, dann räumen wir halt hier auf. Erstmal so. Auch wenn wir das schon kennen... Ach, leck mich doch am Arsch. Okay, wisst ihr was? Ich starte das neu mit auf leicht. Das geht gerade gar nicht. Ich schaffe das sonst nämlich nicht, Garb rechtzeitig zu killen. Das tut mir leid. Das muss ich echt nochmal machen. Fuck. So, das Problem ist hier halt echt, da ich überhaupt keine Angriffsmünzen auf Marco habe. Da ich kein allzu hohes Level habe. Dass die Verbündeten down fliehen wollen. Und dass ich auf diese Art und Weise niemals Garb im Zeitlimit besiege. Ich habe es ja schon mal verschafft. Verkackt, nur weil Ruffy abgehauen ist. Und so schwer ist es ja eigentlich nicht, aber ich mache es jetzt einfach auf leicht, damit ich es auch auf jeden Fall schaffe. Ich würde es auch auf normal schaffen, aber nicht mit Marco. Und alle anderen habe ich halt schon ausprobiert und gespielt und ich will euch ja nicht langweilen, ne? Ich denke, euch ist es relativ egal, ob ich es jetzt auf leicht, normal oder schwer spiele, zumal ich es ja auch schwer schon durchgespielt habe. Corby rastet schon wieder ein bisschen aus hier. Alter, ich aber auch. Ich sehe gar nichts. Corby, fick dich. Ja, das ist der Move, an den ich mich erinnere. Den dachte ich zuerst... Ich habe gerade durch die Wand geschaut. Das ist der Move, den ich dachte, dass ich ihn eingesetzt habe beim normalen, aber... War ein anderer. Okay, das ging doch jetzt schon verdammt viel schneller. Ich habe noch nicht mal das Territorium eingenommen, so schnell ging das. So, bitte mach das Tor auf, ich muss hier durch. Okay, danke. Ruffy ist auch gleich in Kizunawash, der Dude ist umgefallen, tut mir leid, okay. Lauter Leute fallen um, fliehen, meine ich. So, komm mal hierher. Jubelt mir doch nicht zu, was ist mit euch los? Ich bin euer Gegner. Okay, ich treffe nur ein paar, weil weniger ich erwartet habe. Ja, aber es ist trotzdem ein Duschmodus. 40, scheiße. Ja, wegen mir kann der fliehen. Ich habe ein Fragezeichen. Na, da geht's um Whitebeard. Okay, ich brauche das Fragezeichen von Garb. Und zwar dringend. Das ist alles, was ich tun muss. Und halt gucken, dass Ivankov, Ruffy und noch irgendjemand nicht fliehen. Mr. One ist mir glücklicherweise auch relativ egal. Goddammit, Alter, sterb doch einfach mal, ich will zu Garb. Scheiße, meine Verbündeten. Ich habe keine Zeit, ich mache so wenig Schaden. Okay, Garb ist hier. Eigentlich überspringen, gut, das lohnt sich auch wirklich wegen der paar Sekunden. So. Garb kann machen, was er will. Ich, aua. Werde jetzt erstmal das hier einsetzen. Und dann direkt mit Ruffy Kizunawash machen. Das war cool im Slow-Mo-Mode. Und er ist immer noch in der Luft. Und gleich sollte ich ihn haben. Ja. Dafür ist Mr. One abgehauen, aber das macht nichts. Garb ist besiegt. Marco, hör auf. Aber das noch kurz. Ruffy ist in Schwierigkeiten. Gut. Aber er wäre jetzt schon im Fluchtversuch, wenn ich Pech gehabt hätte. Jesus. Okay. Whitebeard natürlich. Dann ist auch noch Slow-Mo. Wow! Hallo Pazifista. So, da ist mein Schatzereignis. Jetzt habe ich es endlich. Inazuma taucht endlich auf. Aha.
Anata, Shokerai, Massu, Hashiri, das sei! Ah! Warte, ne, Inazuma. Banata, du Chikara, Stio, de. Oh, okay. Nanda, Korea! Korea! Kakmeg, no, Inazuma! Kani-chan, arigato! Also, im Spiel klaut Ivankov die Fähigkeit von Inazuma. Aber in echt gibt's den Dude natürlich. ja. Oh, das war nur ein Basenkommandant. Ich habe mich gerade schon überrascht. Hä? Right. So. Ace ist gerettet, aber wir sind ja noch gar nicht fertig. Ich kann jetzt nämlich nochmal zurückrennen und aufräumen. Ich weiß nicht, wo Ruffy ist. Crocodile ist abgehauen. Was muss ich denn hier machen? Achso, ich kann einfach in die Luft fliegen und dann von oben die Combo fortsetzen. Oh. Jetzt erst das Fragezeichen für den Flamingo bekommen. Okay, Jinbei, mach meinen Angriff noch komisch overpowered mit Wasser, was gar keinen Sinn hat. Alter, Mingo! Lass den Scheiß jetzt. Auf jeden Fall, das Level hier ist abgeschlossen. Ah, scheiße, das Level ist abgeschlossen. Das Schatzereignis ist geholt. Mookie war der Boy, Ace Boy. Ja, Alter, du nervst Mingo. Komm mal her jetzt. Ich hoffe, das trifft überhaupt hier. Nee. Scheiße. Ja, er ist halt weggeflogen, aber naja. Pass auf, dass Ace nicht fliegt. Ja, ich bin hier gerade erstmal am Aufpassen, dass Jinbei nicht fliegt. Ich treffe überhaupt nicht. Das ist das Problem. Also mit Marco komme ich gar nicht klar, weil ich einfach... Ich versuche, Mingo anzugreifen, aber ich fliege nur in der Gegend rum. Ich bin überall nur nicht da, wo ich hin soll. Und dabei ist Mingo so riesig. Aber ich bin überall... Ach Gott sei Dank, der haut ab. Auch gut. Was ist mit denen hier? Die sind tot. So, Mingo ist abgehauen. Sentomaru kann ich in Ruhe lassen. Ah, der ist eh abgehauen. Sehr gut. Dann kümmere ich mich halt um die Gegner. Ja, Ivankov! Er hat mir echt den Gegner aus dem vor der Nase weggeschlagen. Ja. Ah, wo bin ich denn hin? Ich komme nicht klar auf. Ich komme so nicht klar auf, Marco. Jetzt weiß ich wieder, warum er auf meiner Liste mit den Charakteren ist, die ich nicht so mag, obwohl er so übel abgeht. Aber ich bin einfach überall, nur nicht da, wo ich hin will, ey. In meine Ruhe, ich habe echt keinen Nerv auf euch. Jetzt taucht auch noch Moria auf. Ah, ich dachte, ich hätte zwei. Okay, Ruffy, geh mal weg da. Ich habe eh nichts getroffen damit. Fuck. Ich bin eigentlich recht froh, dass ich das auf Fleisch spiele, weil bis ich mal was treffe. Whitebeard ist der Einzige, der hier arbeitet. Ich mach gar nichts. Ey, Ruffy. So, sehr schön. Damit habe ich jetzt diese Fähigkeit. Ihr seid alle meine Familie. Und alles ist in Slow-Mo. Bringt mir wahrscheinlich nicht viel, wenn ich nichts treffe, aber ich gebe mein Bestes, auch dazu mal was zu treffen. Ich bin irgendwo... Okay, die haben mich sogar aus dem Slow-Mo geprügelt. Hallo! Was soll denn das jetzt? Ja, mach was ihr wollt, ey. Ich habe keine Zeit dafür. Hilfe! Ich sehe gar nichts. So, jetzt hier. Ruffy steht kurz im Rückzug. Ja, das war vor einer halben Stunde. Ganz ruhig. Die sind noch gar nicht respawned. Ja, toll. Ach, machen wir einfach so. So. Kann ich noch Ivankov reintun. Ace kann ich auch reintun. Vielleicht ist er noch mehr Slow-Mo. Ich glaube, Jinbei ist noch Danke für alles. Aber da kann ich mich auch irren. Okay, Jinbei ist zum Glück egal, aber... Was macht der denn da hinten? Warum ist der denn da noch in dem roten Territorium? Mein Ziel ist eigentlich eh, Aokichi zu besiegen. Eigentlich kann ich alles andere ignorieren. Ich komme aber gerade nirgends hin. Oh
Mann, Chimbe, was tust du da? Ich wurde einfach aus dem Bild geschossen. Ah, geil. So. Ja, das ist mir relativ egal, ob die alle fliehen, aber... Ups. Mein Spiel leiser gestellt. Das wollte ich gar nicht. So. Weiter geht's. Okay. Chimbe, rück einfach vor. Scheiß auf mich, okay? Mach einfach deinen Scheißjob. Leide die Stärke und zerstöre die Eisblöcke. Aua, Eisblöcke. Muss er das machen oder kann... Hä? Hier geht's ja gar nicht durch. Hä? Geht's hier irgendwo durch? Ich muss außen rum. Oh Gott. Ah, oh, Akainu ist auch hier, aber der ist da, wo ich gerade beinahe hingelaufen wäre. Oh Mann, so ein Stress hier. Ivan Kopf ist weg, tschüss. Meine Fresse, ey. Hat Eis jetzt den Eisblock ohne mich geschmolzen? Scheint so, ich glaube, der war hier. Ace macht einen Backflip, okay. Einfach so, weil das kann. Gut, ich mache jetzt einfach die Mission. Egal. Einfach auf die Mission gehen. Ja, hallo. So, aufgeräumt. Oder auch nicht, aber die ganzen Loot sind weg. Chimbe! Achso, ich wollte ja eigentlich... Na, ich wollte eigentlich keinen Kizuna Rush wegen der paar Schläge noch holen. So, erledigt. Und den Fluchtort noch kurz... Wow, das hat gesessen. Holy shit, okay. So, Akainu will uns wieder umbringen. Zum Glück muss ich dieses traumatische Ereignis jetzt erstmal zum letzten Mal sehen. Ja, Ace kann sich auf Akainu bewegen, aber ich tue es auch. Aber Blackbeard kommt ja dann auch noch. Es sind so viele rote Punkte auf der Karte. Ah, oh, das wäre erstmal Akainus erstes Leben. Das ist ein Meteor-Modus. Aua. Das macht leider voll wenig Schaden. Selbst auf leicht. Aber ich habe mich dadurch geheilt. Ach, cool. Also wenn man diesen grünen Dinger sieht, dann sieht man, dass er sich geheilt hat. Ich meine, okay, Marco kann sich heilen, aber ich treffe mit ihm normalerweise überhaupt nichts. Also jetzt gerade war ein schlechtes Beispiel, weil der Angriff trifft ganz gut. Aber ansonsten, seht mal, wo ich schon wieder hinfliege. Uiuiui, so, das wäre dann zweiter Balken und den letzten mache ich dann mit Chimbe. Und den anderen... Ja, danke für alles, ich hatte recht. Ich glaube, das Eisblock kriegt keinen Schaden. Allerdings will ich mal sehen, wie der mir Schaden zufügt, wenn alles hier in Slow-Mo ist. Eieiei, es rastet ja völlig aus! Geil! Oh je, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ruffy hat angefangen mit Akainu zu kämpfen. Ja, das brauchst du eigentlich auch nicht mehr machen, weil... Oh Gott, wo bin ich jetzt schon wieder? Ich wette, Ruffy holt sich den Last Hit. Okay, nee, ich hole ihn hier. So, ich mach mal den Kizuna Rush aus. Alles ist in Slow-Mo gewesen und... Jetzt habe ich wieder Level 2, also alles gut. So, jetzt komm... Ja, ja, jetzt tötest du alle, ich weiß. Okay, ich kenne das. Ja, jetzt kommt Blackbeard. Ich kenne nur
Ach scheiße, die muss ich auch noch besiegen. So viel Stress. Okay, egal. Ich weiß nicht mehr. Ich kann es nicht wirklich einschätzen, wie lange das Level wirklich geht. Aber mir kommt es immer ewig vor. Kaum ist das eine erledigt, kommt das nächste. Und ich meine, dass man nach dem traumatischen Tod von Ace immer noch weitermachen muss, finde ich schon hart. No, oh, ich habe beide Pazifisten reingeschoben, geil. Upsie, das hat mir gedacht. Oh. Kisaru macht einen Laserangriff, die Pazifisten sind down, fehlt nur noch der Fette hier. Kann den Fluchtlot bis zum Ende, ja, aber Dings. Meckert mich ja auch noch zerfetzen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Verpiss dich einfach, Moria, du kannst eh nix. Alter, ich weiß nicht, wo ich hinfliege. Da will ich eigentlich gar nicht hin. Das Entomaro ist da drüben. Ich komme so nicht klar auf den Dude. Hallo, nein. Oh je. So. So, das gibt auch ein Schatzereignis, das ich natürlich nicht mehr brauche. Das letzte Schatzereignis habe ich zum Glück schon geholt. So, dann gehen wir weiter. Da hinten ist noch Kisaru. Wenn wir den besiegt haben, kommt noch Blackbeard. Meine Fresse. So viel zu tun hier. Daneben. Vielleicht nur zwei dabei. Ich weiß nicht mehr, wie viele es sind. Ey, wo bist du hin? Das überlebt er aber nicht lang. Ich weiß doch nicht wieso. Ich mache abartig viel Schaden. Holy shit! Das war's! Bye! So, dann rennen. Also auf Slow-Mo Mode. Okay, wir haben tatsächlich nur noch die zwei. Aber Lord, ich dachte, Lord geht noch rein. Aua! Nee, verwechsel ich wahrscheinlich mit irgendwas. Wahrscheinlich Sabaody-Agita oder so. Ja, scheiß auf Barges, obwohl der natürlich auch ein paar Münzen wert ist. Aber als Marco brauche ich das nicht tun und ich glaube, vielleicht kriegt man auch noch weniger Münzen, also... Machen wir nur Tichi platt, der gerade auch noch gegen Whitebeard persönlich kämpft, okay? Ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, wow. Das tut ganz schön weh, aber ich habe mich dadurch auf jeden Fall mal geheilt. Schon wieder. Ich habe nur keine Ahnung, wie viel Leben ich vorher hatte. Und ob sich das über... Wo will ich denn hin? Hallo? Ah, sag ich doch, Lore kommt rein. Ah, okay, ich hatte recht. Jetzt lohnt sich aber auch nicht mehr wirklich, dass ich Lore noch mit reinpacke, weil... Weil ich Blackbeard erledigt habe, ist vorbei. Da will ich aber nicht rein. Okay. Da! Das war vielleicht etwas Overkill, fällt mir gerade auf. Der hat eh fast kein Leben mehr in den Balken. Ah, okay, aber alles andere ist auch weg. Auch Barges hat sich auch mal kurz wegkloppen lassen von mir. Ich greife jetzt aus Versehen Barges. Bin schon wieder im Boden, oder was? Hallo? Ah. Barges, leck mich. Teach auch. Push. Da stehe ich aber nicht gut. Ah, Hilfe! Aua! Okay, mal sehen, ob das reicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe immer noch Barges anvisiert, obwohl ich eigentlich auf Blackbeard wollte. Reicht es, um Barges zu killen? Na, es reicht nicht, um Barges zu killen. Aber Teach ist auch nicht tot. Ich meine, ich halt kurz zuerst Barges bleibt. So, einmal. Und Blackbeard direkt hinterher. Ach, weiß was. Okay, schöner. Schöne Kamera hier. Sehr gute Kamera. Ich weiß nicht, wo ich hinschlage. Ich greife auch noch voll den Verach als Reich. Tschüss, Teach. Meine Fresse, was ein Stress. So, jetzt reicht's aber, ey. Meine Fresse. Was ein anstrengendes Level. Okay, wir haben es geschafft. Ach, ich bin ja immer noch nicht fertig. Und was muss man jetzt noch machen? Hä? Moment.
大事な伝言がある。上からのな。Was denn nun schon wieder? Ja, dann sag mir doch die Bedingungen. Ich weiß es nicht mehr. Hä? Ich habe ihn doch gerade besiegt. Ah, ich muss jetzt nochmal rein, dann taucht sie wieder auf und dann muss ich ihn ja nochmal besiegen und er hat diesmal die Teufelskraft von Whitebeard. Trotzdem muss das sein. Oh Gott. Ich komme doch überhaupt nicht auf Marco klar. Oh, scheiße. Fucking hell. Ich fliege jetzt. Tschüss. Oh, Moment mal, kann ich in der Luft ausweichen und dadurch fliegen? Ja, warte. Wartet. Nee, so nicht. Hallo? Okay, das hat funktioniert. Ich habe ihn überrascht. Au. Moment, ich will doch noch was ausprobieren. Chill mal. Und dann kann ich in der Luft ausweichen. Okay, cool. Ich komme überhaupt nicht klar. Ich kann Marco nicht gut kontrollieren, Teach. Also sind wir wohl ein bisschen... auf einem Level. Jetzt reicht's. Ich mach erstmal deinen ersten Balken weg. Wenn ich es schon nicht so schaffe, dann mach ich es ja mit Spezialattacken. Meine Fresse. So viel Stress, ey. So. Ups. Au. Ah! Ey, was soll das denn? Ey! Ey! Was du Farsch? Ey! Hallo! Hilfe! Okay, ich finde das gerade nicht so witzig. Oh mein Gott! Au. Es funktioniert gerade überhaupt nicht, wie ich mir das vorstelle. Teach guckt mich nur dumm an, während ich ihn wegpuste, weil es ihn gar nicht juckt. Okay. Ich mach nur Jutta, Jutta, Jutta. So, jetzt macht er wieder den Scheiß. Ich stehe mich mal dahin. Gut. Ach Mann, oh. Ich darf nicht mal einen Balken von ihm wegmachen, ey. Ah! Los jetzt, so. Erst letzter Balken jetzt. Oh, Hilfe! Meine Fresse, muss das sein? Warum nehme ich denn Marco hier? Kommt überhaupt nicht klar auf den Dude, ey. Überhaupt gar nicht. Aber gut, muss ja alle ausprobieren, ne? Oh mein Gott, Alter. Ja, das war smooth. Nein, da war doch gar kein Dunkelheit. Schluss jetzt. Wer trifft zuerst? Ich. Komm schon, verrecke, Teach. Damn it! Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt ist Schluss. Hab ich dich. Okay, das sollte es jetzt endlich gewesen sein. Ja, ist okay. Ist okay. Ist mir egal. Hauptsache, ich bin fertig. Okay, hab's verstanden. Ja. Schön. Gibt wahrscheinlich richtig schlecht CCC. Achso, ich kann gar nicht erst rein. Glaub mir, den habe ich auch nicht erreicht. Ja, gut zu wissen. Also es gibt, je leichter du spielst, desto mehr Mali hast du. Einmal musst du es eh auf schwer spielen. Und einmal musst du es auf normal spielen, dass du überhaupt eine Bewertung von S bekommen kannst. Und dann fehlen dir gleich 4 Punkte, wenn du das nicht machst.
Also wenn du nicht S hast. Okay, das war's auch mit diesem Part. Wieder ein Level hinter uns gebracht. Sehr schön. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part. Mach's gut und bis dann. Ciao.